Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video zur FIFA 20 Demo. Zusammen mit dem Haknack Jan. Hi. Ja, das hat er von mir geklaut, als ob Hazard die Nummer 7 hat. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wir spielen übrigens Torwart. Hast wir du Bock spielen, auf die Kamera? Ja, die Kamera muss ich jetzt ändern. Wir spielen heute ein Torwart-Special, wo wir quasi eine Koop-Karriere als Torhüter machen. Also ein Torhüter-Battle, dass Jan der Torwart jetzt von Liverpool ist und ich der Torwart von Real Madrid. Ich stelle die Kamera nur kurz um und dann geht's direkt los. So Leute, wir starten. Und nur mal ein kleiner Hinweis. Das Ganze gibt's natürlich auch bei Jan. Rechts unten am i verlinken, könnt ihr vorbeischauen. Hast du auch den neuen Merch an, Mike? Den neuen Merch habe ich nämlich auch an, Leute. Könnt bei mir auf dem Kanal und auch bei Jan, oh Gott, oh, wie schlecht der Schuss war, Mitglied werden, dann bekommen die noch extra Rabatte oder halt mit dem Code Insider 10% für alle, das ist auf jeden Fall richtig krass und dann könnt ihr euch den Merch mal anschauen, hier rechts unten am i der Shop verlinkt, da, das ist auch cool, dass ich den jetzt bei der Infocard verlinken kann, ist eine geile Neuerung auf jeden Fall am Start und falls ihr noch ein bisschen was zu den Kanalmitgliedschaften wissen wollt oder was wir da genau anbieten, dann schaut einfach mal rechts unten am i bei dem Präsentationsvideo vorbei. Und Leute, noch das allerletzte, bevor wir jetzt richtig krass starten, wir müssen aufgrund dieser inkompetenten FIFA 20 Demo müssen wir Libero spielen, genau. Alter, das war so synchron gesagt einfach. Weil wir so gut sind. Wir müssen mit dem Torwart vorrennen und ein bisschen Libero spielen, weil die kreieren selber so gut wie gar keine Chancen, da passiert nichts, das haben wir in Jans Video schon ein bisschen erlebt und deswegen ja, rennen wir jetzt einfach mit vor und kassieren wahrscheinlich gleich ein Tor. Ja, hier, die Laufwege sind so gut. Ja, von dir nicht. Oh! Oh, starker Schuss. Die schießen immer so gut. Das ist ja richtig geil. Boah, Leute, wenn ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dankeschön. Also ich mache hier krasse FIFA- und PES-Karrieren, so wie Jan auch. Oh mein Gott. Alter. Er hat sich so weggedreht vom Tor. Ich hab's gemerkt. Also als hättest du Hex an. Am Anfang... Was? Am Anfang dachte ich so, Scheiße! Am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, der kommt so gut, wahrscheinlich verkacke ich's jetzt. Und dann kam er halt richtig schlecht. Dann das war auch. Knack. So ein Trottel. Das Ding ich ist. Ich finde das so witzig. Nee! Ja, so gut. Ich habe einfach die Sprinttaste losgelassen, dachte so, gar keine Gefahr. Und dann machen die einfach ein Tor. Ja, das habe ich denen gesagt. Ah, sehr gut, ja, gute Laufwege. Ja, wenn er gespielt hätte, der Trottel. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein! Ja! Nein! Libero! Größte Demütigung, die es gibt. Ja, Mann! Können wir mal vorbeischauen, was wir bei Jans Video so das für Demütigungen hatten. Das ist richtig häselig. Aber das ist auf jeden Fall eine große Demütigung. Mein Torwart ist irgendwie so 8 Meter groß. Ja, was ein Bob. Nein! Was ist das denn? Ich renne ins Tor! So eine Demütigung! Ja! Haknack! kauft unser Merch, Leute. Der Typ ist so durch. Jo, Halbzeit. Ja. Sind schon 3 Tore gefallen, also ist schon nicht schlecht. Kann man schon mal machen. Football Manager. Kommt eventuell auch Football Manager. Was ist eventuell das denn für eine krasse Parade? Und jetzt! Ja! Haknack! Was? Ich hab so gut gehalten! Nice! Das 2:2! Das ist so ein unverdientes Tor. Richtig gut. Ja, da hast du einfach alle abgeräumt. Ich wurde gefoult! Ich wurde gefoult! Das ist tatsächlich! Das hat keiner gesehen, das schneide ich raus. Die Einblendung schneide ich, die wiederholt. Ich wurde gefoult! Ja, und da wird ein Spieler angewählt. Was ist das denn für ein Hack? Book. Man sieht so, dass du hackst. Ja, vielleicht morgen auch Football Manager, aber halt PES. Also das vor allem muss eine rote Karte eigentlich für deinen Spieler geben. Reklamiere. Ich glaube, das muss jetzt ein 3:2 geben. Wie er faulen wollte, was? Nein. Lol. Nein. Erklärt. Jetzt aber. Nein. Was? Nein. Nein. Nein, hilft dir offensichtlich weiter. Ja. Da hast du Bock, den Ball zu bekommen? Ja, schieß mal ein bisschen länger jetzt, dann kriege ich ihn.
Meinst du ins Tor bekommen oder was war das jetzt für eine doofe Antwort? Nein, ich dachte eigentlich, dass dein normaler Spieler jetzt wieder so den Ball bekommt, also dein Team. Mein normaler Spieler. Ich habe auch unnormale Spieler. Also eigentlich Hauptbestandteil, unnormale Alter, Spieler. Wieso sind meine so gut? Weiß ich auch nicht. Ja, wenn du schießt, brauch ich gar keine Angst haben. Den hol ich mir. Alter, was? Wieso spielt der zu mir? Ich ist gerade lol. Alter, ich reklamiere das Spiel. Die Demo wird zurückgegeben. Was ist das für ein Scheiß? Ich find's gut, dass du noch weniger Ausdauer gehabt hast als ich. Ja! Ja! Ich konnte nichts mehr, es war abseits. Ja! Du Opfer! Es war abseits, was für ein Henderson! Ist ich das feier riesig. Den Typen! Also nicht du Opfer, sondern Henderson. Was ein geiler Typ! Ja! Ist das eselig. Er hat gar keinen Bock mehr. Leute, 2-2 unentschieden. Ich glaube, da gibt es nochmal eine Revanche. So, Leute, wir spielen jetzt Chelsea gegen Chelsea. So geil! So geil, Leute, es gibt wenig Mannschaften in der Demo und wir haben gefühlt schon alle durchgespielt. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal gleiche Bedingungen. Ich Hast bin du dir Chelsea. Gedacht, hab ich mir gedacht. Ich bin Chelsea blau und Jan ist Chelsea weiß. Mal gucken, was die Torhüter so anhaben. Ich bin die Mannschaft, die am Ende gewinnt. Das ist das einzige Wichtige. Das wäre das einzige Wichtige, aber du wirst nicht gewinnen. Also von daher. Ja, wir haben jetzt relativ gleiche Bedingungen. Von daher, ja, mal gucken. Ja, unser Keeper heißt Kepa. Das war so schlecht. Oh! Nein, Abseits. Was? Ja, das habe ich schon früher gesehen. Wo war das denn Abseits? Also aus dieser Kameraperspektive kann man es auch schlecht erkennen, aber... Doch, habe ich gesehen. Ich habe es doch direkt gesagt. Oh mein Gott, ja, schon, da. Ja, so das meint zwar kein Abseits. Was? Wie er mich weggerammt hat, was? Ein Rammler. Agnag! Oh! Rot, Elfmeter. Bitte, hallo? Ja. Nein. Das gibt's nicht! Ah! So gut! Ja, so gut! Oh. Der Schuss war so schlecht und deine geile Parade. Ja. Mein eigener Was Spieler. Ist jetzt. Was? Ja, ich gebe gerade zurecht. Wo denn? Was war das denn? Ich check's nicht. Wähl mal an, mach du eine Fresse. Das ist ein Cheat. Oh, das wäre so ein verdientes Tor. Pass LOL! Hier. Alter. Was war das denn für ein Hack? Ja, das hab ich denen gesagt, dass wir das so machen sollen. Jetzt Eigentor. Oh, komm! Nein! Was? Ja! Ich hab richtig durchgezogen! Das war so schlecht. Dein Pass war übrigens richtig gut. Ich weiß. Leute, dieses Spiel, ich hab 5 Schüsse, nur einen aufs Tor, du hast 2 Schüsse, auch nur einen aufs Tor und du hast gar keine so. Uiuiui. Ah, wie könnte das nur passieren? Was ist das? Das muss ein Bug sein, denkt er sich. Lol. Lol! Ah, knack! Jetzt. Was war das? Schieß doch! Ja! Ich war das mir erst nicht sicher, aber. Nice. Also, der ist drin, 1 zu 0. Wieso hat er sich so weit im Ball vorgelegt? Ja, der. Hat er keine Ballannahme oder was? Wie er so winkt, hallo! Ah, knack! Ja. Das war ein guter Abstoß. Ich wollte ihn direkt reinmachen, hat aber nicht ganz funktioniert. Darfst du nicht? Darfst du nicht, oder? Ich sollte Komm. Ein bisschen. Ja! Das habe ich zu spät ernst genommen. Dass das irgendwie eine Bedrohung werden könnte. Oh Gott. Was? Ja! Nein! Das ist das Einzige, was zählt, wer hier das Tor macht und nicht, dass seine Mannschaft das eben 2 ja Tore gemacht hat. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Ja, aber ich habe jetzt 2 gemacht und du nur 1. Nein, ich hatte vorhin 2. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich vorhin 2 hatte. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Komm schon. Alter! Ja! Ja! 2-2! Oh mein Gott!
krass, dass so du von da hinten triffst. Weil ja, weil ich so gut bin. Wenn ich mit meinem Tor von da hinten schieße, dann hat er immer so 12 Kilometer übers Tor geballert. Ja, ja, ich habe halt gut gezielt. Oder? Ja, das kann man sich nochmal angucken. So eine Flugbahn. Wie der sich in die rein... Also, ich hätte nicht gedacht... Wie der sich so in die... Also, so, weißt... Oh, Kepa, 2 Tore. Ja, 2-2, also Doppelunentschieden und ja, da muss man dir den Sieg lassen, also sehr, Glückwunsch, danke. Du hast auf jeden Fall mehr Torwarttore gemacht und das zweimal beim 2-2, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, schaut bei Jan vorbei, da könnt ihr das gleiche nämlich auch tun und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald. Sehen wir uns bald und zwar genau in nächster Woche. Oder würde ich sagen, sehen wir uns bald in nächster Woche zu der Vollversion zu FIFA 20. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.